So, jetzt schauen wir uns das Ding mal an. Hallo, hallo. Hallo, hallo. So läuft's schon. Wunderbar, es ist gerade eingelaufen. Wir stehen hier in einem Geodom, in einem geodätischen Kuppel, gebraucht als Gewächshaus. Hier ist ein Fischtank, da kommen die Fische rein. Das ist noch leer, es ist noch früh im Jahr. Okay, aber es läuft schon, oder? Das Pumpen. Es pumpt, ja. Ich bin noch am Tank vorbei. Abpflanzt haben wir heute alles, was das Herz begehrt für den Heiz zum Kochen. Das sieht geil aus, he? Super. Wir haben cool. Auch ein paar Exoten. Wir probieren Sachen hier zu pflanzen, die eigentlich nicht in Hydrokultur gehen. Das sind Rüebli. Später kommen noch Süßkartoffeln dazu. Ah, oh, okay. Das Ganze fließt oben in die vier Beete. Mhm. Die vier Beete werden gefüllt mit Wasser. Selbstständig leeren sich die dann wieder. Der Überschuss vom Wasser geht einen Stock weiter runter. Das sind die Dinger hier unten, he? Das sind die Dinger hier unten. Da unten hat es Schwimmplattformen. Ah ja, ich sehe es. Okay. Die Schwimmplattformen haben wir heute Sumpfpflanzen eingebaut. Ah, da hat es schon etwas drin, he? Da sind die Sumpfpflanzen, die sollen hier aufwachsen und sich vermehren. Dass wir sie nachher brauchen können, um Wasser reinigen. Das sind auch Sumpfpflanzen da? Das sind alles Sumpfpflanzen, das sind Schilfröhricht, das sind Iris, also ganz schöne Blumen, und nachher im Teich wunderbar ausgesehen. Okay, und die reinigen eigentlich so ein bisschen? Die können Wasser reinigen. Die können den Teich reinigen, und zwar sehr effizient, weil sie mit ihren Wurzeln ins Wasser schauen und dort sehr, sehr effizient können filtern. Ja. Das Ganze ist so gebaut, der Geodom, dass wenn sich das Wasser entleert, vom ersten Stock in den unteren Stock, überläuft das ganz langsam. Sammelt das hier in dem Tank wieder ein. Ah, das steht da, hä? Sammeltank. Und der Sammeltank hat eine Pumpe drin und dann geht es wieder zurück in den Kreislauf. Ah, das Rohr, das ich hier sehe, das ist das, was dort hinten wieder vorkommt. Das Rohr hier, das führt in Kürze wieder zum Fischtank. Wenn da Fische drin sind, wo die Fische drin Wasser haben, die Fische verdrecken das Wasser. Verdrecken. Ja. Die machen rein, das dreckige Wasser ist nachher eigentlich so zum grössten Teil der perfekte Dünger für die Pflanzen. Ja. Das ist ein Kreislauf in Symbiose, das heisst, Fisch verdrecken das Wasser, die Pflanzen reinigen das Wasser und die Fisch können wieder sauberes Wasser zum Leben. Ah, okay. Genau. Also von da kommt das Wasser, geht in den Tank. Geht oben in die Beetling, wo sehr, sehr, sehr viel Sonne haben. Ah, da sieht man es, wie es reinfließt. Die Pflanzen haben sehr, sehr viel Sonne durch die Konstruktion. Ja. Ah, was hören wir da? Wie wir hören, ist schon der erste Tank über wieder voll. Er hat sich gefüllt, tut sich selbstständig leeren. Und wenn das Wasser draußen ist, dann hört es den Leeren auf und das Wasser kommt in den ganz frischen Tank. Aha. Das hat den Vorteil, dass die Pflanzen kommen immer ganz zu frischem Wasser. Das verströmt ihre Wurzeln. Wenn es zurückgeht, dann können die Pflanzen wieder Sauerstoff überall in den Wurzeln. Ja. Das gefällt ihnen sehr gut, dass sie nicht weit mit graben, dass sie nicht versuchen und immer genug Nährstoffe haben. Cool! Ja, ich freue mich drauf. Ich höre die 2-3 Wochen mehr, bis es entwickelt hat. Top! Dankeschön! Ey, es schmeckt mega da innen nach Kräuter, vor allem der Schnittlauch ist ganz intensiv. Wahnsinnig. Wenn man da hinkommt, das schmeckt wieder. Ja. Okay, hey, danke vielmals, Raffi. Danke dir.